Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Remember Me. Im letzten Part haben wir Captain Trace ausgeschaltet, nachdem wir ihm in mehreren Versuchen entkommen sind. Haben das erste Zahlenrätsel in diesem Spiel gelöst. Ich weiß nicht, ob noch weitere kommen. Und wollen dann doch hier mal gucken, was wir hier so finden. Okay, zumindest ist hier mal die Tür aufgegangen. Das ist schon mal nichts Schlechtes. So, schauen wir uns hier mal um, ob wir hier noch irgendwo was sehen. Nö. Okay. Und auf der anderen Seite sieht jetzt so aus der Distanz auch nach nichts aus. Auch aus der Nähe sehe ich hier nichts. Na gut. Dann wollen wir noch mal hier mittig lang. Das ist es also. Rückverwandlung. Cilla Cartier-Wells großes Projekt. Leaper, die zu gehorsamen Wegwerfinstrumenten gemacht wurden. Finde die Schlampe und schneid ihr das verrottete Gehirn heraus. Schluss mit diesem Unsinn. Zurück an die Arbeit. Edge ist irgendwie so ein bisschen brutal drauf, glaube ich. Unser Terminplan ist straff. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Diese Überschwemmung ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen im nächsten Quartal. Also Leute, lasst uns die Welle reiten und saftige Gewinne einfahren. Okay. Ja, saftige Lady Gewinne. Lady Cartier Wells ist also eine Superbitch. So kann man es auch ausdrücken, ja. So, da können wir hin. Schluss mit diesem Unsinn. Okay, dann zurück können wir an die Arbeit. Hier verstecken. Eure Familien stehen unter Selbstschutz. Und hier einmal durch. Und unser Terminplan sehr gut. Ist straff. Schauen wir auch mal hier rein. Angst und Zwietracht sind auf unserer Seite. Da, ah ja, ein Nesist. Okay. Das ist der perfekte Anlass, das Rückverwandlungsprojekt zu starten. Unsere Prognosen erwarten zweistellige Margen. So, mal gucken. Okay, die sind mir nicht mehr gefährlich. Also, Leute, dann lasst uns die gehen wir doch mal durch hier. Edge? Ich fand das Büro dieser Drecksau. Tja, vor ihrem tragischen Unfall war diese Frau echt ein guter Mensch. Vielleicht sollte ich sie vergessen lassen. Das heilt nicht die physischen Narben. Nein, sie hat die Schuld an dem Unfall. Dämpfe ihre Bitterkeit. Sie muss aufhören, die Welt dafür zu hassen, was ihr passiert ist. Da geht es hin. Okay, na gut. Schauen wir doch mal. Ich will eine Liste aller Mitarbeiter, die trotz meiner Anordnungen gegangen sind. Ja, Madame. Sonst noch etwas? Das war's erstmal. Na gut. Schwache, dämliche Schafe. Unfähig, das geringste Unbehagen zu ertragen. Ihr werdet unsere Traumalöscher mehr ersehnen als ein Glas Wasser in der Wüste. Okay. Eure Verzweiflung schafft mein Vermögen. Die Frau ist ein bisschen crazy, habe ich das Gefühl. Ich habe keine Angst. Ah, zum Glück sind ihre Stöckelschuhe so laut. Ich vergesse hört sie uns nichts. Nicht. Das sieht irgendwie aus wie ein Autowrack. Oh ja, wir dürfen wieder remixen. Ich bin wieder DJ. DJane. Weil Nellin ist ja weiblich. Gut, machen wir. Schauen wir doch mal. Ah, ich glaube, es geht um dieses Autowrack. Ja. Ja, das sieht so aus, als ging es jetzt um dieses Autowrack. In der Erinnerung. Okay. Der Unfall. Vor 20,3 Jahren. Na gut. Schauen wir doch mal. Cilla, Liebling, ist alles in Ordnung? Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen am Meriferik. Ich musste einen Umweg über Neubelleville nehmen und der Verkehr war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Deine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk kriegt. Darf ich ihn haben? Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor.
Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorientherapie zu lesen? Was hat Einkaufen mit Mami? Hallo, mein kleines Schlauchchen. Sei brav bei deiner Mutter, ja? Charles, Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirtschaftlich mehr Sinn. Stell dir die Möglichkeiten vor. Das menschliche Mami, Gedächtnis steuern. Reden wir morgen drüber, ja? Jetzt denke ich, ist es besser, Mami, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Hör auf damit, Nelin. Beruhige dich sofort. Du kriegst dein Geschenk zu Hause. Okay. Nelin, sitz still und sei ruhig. Mami, schau. Nelin, setz dich wieder hin. Nelin, hinsetzen, sofort. Kindersicherung aktiv. Mami will nur, dass es dir gut geht. Das darfst du nie wieder tun. Okay? Das ist eine lange Erinnerung. Sagt er, und da ist die Erinnerung vorbei. Mami? Nelin, Mami hat doch gesagt, siehst du, was passiert? Nelin, mein Bein, das ist alles deine Schuld. Tut mir leid, Mami. Okay, ah ja, und wir sollen jetzt erreichen, dass der Unfall von Scylla, also von Nillens Mutter scheinbar, selbst verursacht wird und Nillen keine Schuld dran hat. Na gut, schauen wir doch mal, was wir hier so machen können. So, na, das sieht doch hier gerade schon mal ganz vielversprechend aus. Den Becherhalter lösen wir. So, dann wird der Becher schon mal runterfallen. Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Oder? Ja, die stellt man einfach so ab. Okay. So, die Handtasche wird geöffnet. Liebling, oh. Ist alles in Ordnung? Okay. Du solltest schon seit Stunden zu Hause sein. Sie bauen, Mama Referik. Ich musste einen Umweg über Neubelville nehmen und der Verkehr war schlimm. Moment. So. LCD-Bildschirm. Ich werde mal den Jax aktivieren. Der war schlimm. Hast du Jax gefunden? Jax! Ja, hab ich. Und nächstes Jahr organisierst du den Geburtstag. Schauen wir doch mal. Meine Tochter ist unmöglich, seitdem sie weiß, dass sie ein Geschenk zu kriegen. Darf ich ihn haben? Möglichkeiten. Bitte! Ich war den ganzen Tag im Labor. Hattest du Zeit, mein Memo über die Memorial-Therapie zu lesen? Schatz, ich denke nicht, dass die Kunden deine Idee gut finden werden. Ich glaube, Gedächtnisse speichern macht wirklich. Okay. Wenn ich es doch auch könnte. Stell dir die Möglichkeiten vor. Hast du Hunger? Reden wir morgen drüber, ja? Ich auch nicht. Jetzt denke ich, ist es besser, wenn deine Tochter vergisst, dass heute ihr Geburtstag ist. Ich auch. Okay, da passiert jetzt gerade nicht mehr wirklich was. Oh. Moment, Frontscheibe zerbrechen. Ja, gut, aber das wird jetzt auch nichts mehr bringen. Was ist das? Oder? Oh, vielleicht. Das Memo. Schlechtes Wort, schlechtes Wort. Papa wird mich umbringen. Das könnte es sogar gebracht haben. Mami? Mami? Nelin? Alles in Ordnung. Okay, wunderbar. Nicht schlimm. Das passt. Es ist meine Schuld, Liebling. Mein Bein. Mami. Mami. Es hat doch gepasst. Wunderbar. Das. Okay, das ist ein Achievement, ja? Der Geburtstagscrash. Wow. Wir haben soeben das Gedächtnis unserer Mutter verändert. Mami? Nelin, dein Bein. Oh, mein Schatz. Du warst nicht schuld. Ich war unvorsichtig. Und
Es war dein Geburtstag. Oh, mein armer Schatz. Es tut mir so leid. Es tut mir auch leid. Ja, es tut mir leid, dass ich gerade in dein Gedächtnis verändert habe. Ironisch, nicht? Die Präsidentin von Memorize weigert sich, den schlimmsten Tag ihres Lebens zu vergessen. Ich hatte all das vergessen. Alles. Madame, der Horrorist wurde auf ihrer Etage entdeckt. Ein Kommando ist auf dem Weg nach oben. Danke, Philipp. Ich bin bereit. Das Leben reißt uns auseinander. Aber du wirst immer meine Tochter sein. Nie werde ich dir Schaden zufügen. Mami, ich... Geh! Lauf! Er führt dich aufs Dach! Lauf! Auf mich vergessen. Philipp, morgen früh überdenken wir die Strategie für das Rückverwandlungsprojekt. Gut, dann macht nun alle Schluss für heute. Heim zur Familie. Sie auch, Philipp. Gewiss, Madame. Danke, Madame. Okay. Ich glaube, da haben wir jetzt doch einiges Gutes verursacht. Auch wenn wir das Gedächtnis unserer eigenen Mutter manipuliert haben. Noch ein Achievement. Bist du meine Mama? Okay. So, unsere einzige Wahrheit ist unser Leid. Leid. Ja. Ich bin die Tochter von Cilla Cartier-Wells. Ich bin die vergessene Erbin der Memorize-Dynastie. Was für ein übler Witz. Gerade als ich wieder zu mir fand, einen Sinn erkannte, treibe ich nun wieder auf dem Meer der Ungewissheit. Welches üble Spiel spielt Edge? Kann ich ihm vertrauen? Dennoch, er will mir zeigen, dass sein Kampf gerecht ist. So lege ich ein letztes Mal mein Leben in seine Hände und folge ihm. Er sagte, Memorize schändlichste Geheimnisse seien unter der Bastille verborgen. Dies war meine Rechtfertigung, meine eigene Mutter zu remixen. Meine Mutter, die ich vergessen hatte. Ich fresse meine Vergangenheit für eine bessere Zukunft. Ich kann nicht mehr laufen. Und ich will antworten. Episode 6. Verrotteter Kern. Okay. Schauen wir doch mal. Keller der Bastille, 22.18 Uhr. Na gut. Haben wir hier noch irgendwo was Interessantes? Sieht nicht so aus. Na gut. Dann durch hier. Moment, waren wir hier nicht schon? Millen. Ich habe jetzt echt keine Lust zu plaudern. Bad Request ist noch eingesperrt. Unter spezieller Aufsicht von Dr. Sebastian Quaid. Finde und befreie ihn. Damit das klar ist, ich tue das für Bad Request, nicht für die Sache. Ein Aufzug ist vor dir. Er geht runter unter die Bastille. Dort wird dir alles klar. Okay, ah ja. So, hab mich schon gewundert, warum es hier reingeht. So. Okay, wir sollen jetzt also mit dem Aufzug hier fahren, ja? Hier ist Gefahr, sonst nichts weiter. Okay. So, dann wollen wir hier die Tür nochmal öffnen. So, reicht da eine Hälfte? Nein, natürlich nicht. Wir müssen beide öffnen. Na gut. So. Und, achso, dann den nach oben. Natürlich. Sehr gut. Was war das gerade? Na gut. Schauen wir mal hier lang. Nee, da ist nichts weiter. Okay, also hier zum Fahrstuhl. Drücken wir auf den Knopf. Auf Knöpfe drücken ist immer spaßig. Oh Mann. Nicht die tollste Option, aber na gut. Okay.
Kampf des Teufels. Na toll. Ich kenne euch Biester doch. Ach, natürlich. Ja, klar doch. Haben wir hier irgendwo eine Lichtquelle? Nö. Oh, super. Wie soll ich mich nicht da wehren? Sag mal. Ah, okay. Jetzt haben wir hier eine Lichtquelle. So. So, okay, wunderbar. So, ein bisschen Heilung. Schönes Ding. So. Ah, noch eine Errungenschaft. Es werde Licht. Aha. Was auch immer. So, drücken wir nochmal auf den Fahrstuhlknopf, um runterzufahren. Du musst dabei einige Sicherheitsschlösser aufbrechen. Bad Request hatte ein Picksocket. Ohne das ging er nie los. Es wird im Lager für die persönlichen Sachen der Gefangenen sein. Wo bin ich eigentlich? Dorthin kamen die vielversprechendsten Patienten als Versuchskaninchen. Ich bin wieder hier. Und das ist deine Schuld. Hm, okay. Ja, bauen wir nicht. Gut. Sind genug geheilt. So. Schauen wir doch mal. Wo haben wir hier noch irgendwas versteckt? Bad Request, Nillen, was? Okay. Was auch immer. Dort solche laufenden Plattformen und da ist irgendwo so ein Balkon. Also hier irgendwo, wie es aussieht. Aber wo hier? Hä? Das ist doch genau die Stelle. Das ist genau die Stelle, die mir angezeigt wird. Aber da ist nichts. Da ist Bad Request. Also da sind Bad Requests Habseligkeiten. Okay. Ich vermute mal, ich muss ihn hier nach unten bewegen, damit ich hier hochklettern kann. Aber ich will doch erstmal gucken. Mir fehlt hier noch irgendwo dieser. Ja, Sudpatch oder was auch immer das sein wird. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass das hier ist, weil das wird mir hier angezeigt. Komisch. Ha. Vielleicht von hier aus irgendwo? Nee. Nee. Da komme ich auch nicht durch. Na gut, dann gehen wir hier erstmal so weiter. Hopp. So, das war ein kleiner Kamerafehler gerade. Ja, bleibt mir nichts anderes übrig, als dann jetzt hier hochzuklettern. So. Okay, na, ich wollte jetzt hier eigentlich nicht rüber. Ich wollte eigentlich gucken, dass ich hier jetzt irgendwie nach hinten gesprungen komme. Hm. Geht aber nicht. Na gut. Also will ich doch hier rüber. So. Hoch da. Was ist das? Dieser Kontrollposten ist nun aktiv. Bitte zurücktreten. Das Glas schließt. Ah ja. Ich verstehe. Hm. Nee. Na, komm. Der nächste bitte. Spaggiari. Nein, dessen Habseligkeiten wollen wir auch nicht. Hier haben wir Bad Request. Da wollen wir hin. Genau den wollen wir, den Picksocket. Ich hab's. Bad Requests Picksocket. Perfekt, damit knackst du Sicherheitsschlösser. Okay, das Picksocket. Hm? Bad Request ist mein heimlicher Bruder, stimmt's? Doch der Picksocket. Okay, dann eben doch der Picksocket. Der Picksocket knackt selbst die stärksten Sicherheitsschlösser, indem er sie mit einer Energiesalve überlastet. Ah ja. Warum nicht?
So, okay. Drücken Sie Shift links, um anzuvisieren, und dann linke Maustaste. Sollte ich hinkriegen. So. Gut. Wie gesagt, sollte ich hinkriegen. Schauen wir doch mal. Ah ja. Okay, warum auch immer ich das zumachen sollte, aber egal. So, sehr gut. Okay. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Gut. Da ist eine Tür, die wir schließen könnten. Ich glaube auch, ich will die gerade offen haben, oder? Nee, schon mal nicht. Machen wir sie mal zu. So, der Pick-Socket kann dich Fenster feuern. Aha, was willst du mir damit sagen? Was? Irgendwie bin ich hier gerade ein wenig irritiert. Achso. Gut, ein Scaramec. Den ich gerade eben nicht gesehen hatte. Na gut, hä? Aha. Ah, ja. Okay. Ansonsten. Ja, der kann durch Fenster feuern. Das ist sehr schön. Ich weiß nur trotzdem nicht. Ah, okay. Ich muss hier erst einmal Energie entnehmen, damit ich die jetzt woanders einsetzen kann. Okay. Das habe ich dann jetzt schon mal verstanden. So. Dann will ich jetzt hier wahrscheinlich von dort die Energie nehmen. So. Und die... Ah. Dort einsetzen für diese Tür. Ich verstehe. Okay. Okay. Jetzt ergibt alles Sinn, glaube ich. So, nehmen wir hier mal wieder die Energie. Falls wir die gleich brauchen. Ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde, um die sofortige Einstellung des Rückverwandlungsprojekts anzukündigen. Die Versklavung hier einer ist Minderheit. Wie auch nichts weiter. Bedrohlich sie auch sein mag. Okay, also wahrscheinlich dann jetzt hier irgendwo durchs Fenster durch das Ganze öffnen. Da, ja. So. Okay. Bürger von Neo-Paris, ich spreche zu euch in dieser schweren Stunde. Gut. Dann kann ich ja hier nochmal... Moment. Wo kann ich hier jetzt noch ran? Ha. Hier irgendwo was? Nee. Kann ich jetzt die Tür wieder öffnen? Das bringt mir aber nichts, um hier irgendwo an den... Ja, Mnesist, Sudpatch, Sudpatch, Focus Boost, wie auch immer zu kommen. Wahrscheinlich bin ich hier hinter. Aha! Gefunden. Wobei, das wird der nicht gewesen sein. Das wird wahrscheinlich der vom anderen Bild sein. Oder? Schauen wir doch mal. Ja, das Bild hier ist weg. Das ist immer noch da. Also muss es den hier immer noch geben. Moment, Nilin. Fällt mir jetzt erst auf, dass hier irgendwas mit... beziehungsweise ich habe gerade eben schon gesehen, dass da Nilins Name stand. Aber ich habe das jetzt nicht so... für wichtig empfunden. Okay. Moment, dann will ich da doch mal gucken, ob ich nicht noch irgendwo... Sekunde. Wo ist die Energie hin? Wo ist die... Ach ja, natürlich unten. So. Das will ich jetzt noch finden. Dadurch wird die Folge jetzt ein bisschen länger, aber das ist mir jetzt auch gerade mal egal. Ich will jetzt gerade mal gucken, ob ich da das Secret noch irgendwo finde. So, ziehen wir den wieder raus. Legen es dort wieder ein. So.
ihn dann hier die Energie wieder raus. Na, komm. So. Und setzen es dort wieder ein. Nein! Och, Nillin, was machst du denn? Du sollst auf den da zielen, genau. So. Weg damit. Morris auch nicht. Nein. Ist auch nicht der gewünschte. So, komm, weg damit. Was haben wir hier? Nillin. Ha, ich verstehe. Ich verstehe. Ha. Gefunden. Ein Fokusboost. Yay. Noch ein Fokusbalken. Sehr gut. So muss das aussehen. Okay. Jetzt können wir weiter. So, dann gehen wir hier nochmal ordentlich zurück. Hier durch. Ab, holen uns die Energie. Feuern die hier nochmal durchs Fenster. So. Okay. Gut. Dann haben wir das jetzt auf jeden Fall. Und machen genau hier in der nächsten Folge weiter. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Danke fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.